Willkommen von IFA 2015, wo wir hier bei Toshiba sind mit dem Satellite Click 10. Der 9er war sehr erfolgreich, entsprechend haben wir jetzt ein 10 Zoll Modell hier auf dem Tisch stehen mit den ähnlichen Funktionen und Features, wie auch schon vorher heißt, doppelte Laufzeit mit der Dock entsprechend, ein erweiterbarer Speicher und ein Preis von ca. 450 Euro, Laufzeit übrigens bis zu 15 Stunden, wow. So, das ist ganz einfach zum Rausnehmen, hier einen Knopf drücken und schon können wir das hier rausklicken. Ihr sehen könnt, relativ klobiger Mechanismus, dafür aber ultra stabil. Das Ganze wird über Micro-USB gerade geladen, Micro-HDMI-Headset und Micro-SD-Karte sollte auch nicht fehlen, bis zu 128 Gig werden unterstützt, 200 wahrscheinlich auch. Die Windows-Taste, entsprechend noch einmal Lautsprecher-Taste und An- und Ausschalter haben wir noch dabei und auf dieser Seite dann nichts, nur ein paar Lautsprecher. Auf der Rückseite entsprechend dann noch ein paar extra Sachen wie Kamera mit 8 Megapixel. Soll wirklich sehr gut sein, denn sie hat auch noch Full-HD-Videomöglichkeit und Autofokus integriert. Toshiba-Logo darf auch nicht fehlen, damit auch alle wissen, was wir hier haben. Und wenn das Ganze eingeloggt ist, dann haben wir auch noch einen vollwertigen USB-Anschluss auf dieser Seite und auf der anderen Seite auch nochmal. Also dann kann man es als richtiges Notebook benutzen mit Windows 10, auch mit richtig großem Trackpad und einer Tastatur, auf der man auch mit 10 Fingern noch besser schreiben kann, denn bei dem 9 Zoll war das mir ein bisschen zu klein. Den Asiaten vielleicht nicht, aber einfach eine schöne Lösung hier von Toshiba mit einem Intel Atom Prozessor drin, der X-Serie, zum Beispiel den X5, jetzt in dem Fall 1 GB RAM und natürlich dann auch vorne einer 2-Megapixel-Kamera. Wir können übrigens mal ganz kurz hier auf Windows 10 hier drauf gehen und einmal die Windows-Taste drücken und dann nach Kamera suchen. Kamera. Und sie entsprechend hier ausprobieren, auch von der IFA 2015, wie gut die Qualität ist. Das mit dem Flimmern, das seht ihr nur deswegen, weil meine Kamera, also mit der ich das Ganze aufnehme, ein bisschen so flimmert. Genauso wie es die Kamera von mir auch tut. Hier schauen wir uns einfach mal die Qualität, seht ihr jetzt hier hinten, da wäre jetzt zum Beispiel in meiner Hand das Ganze schön schnell für Full HD und hier kann ich das Ganze auch umdrehen, bisschen spannender für Skype und Videokonferenzen, zum Beispiel die vordere Kamera in 2 Megapixel auch, herrliche Qualität hier bei dem Toshiba Satellite Click 10. Das war's auch schon mit dem ganz kurzen ersten Eindruck, wenn ihr zugeschaut habt, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, unsere Channel zu abonnieren.